Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Dubaro mit dem Hardware Deals 600 Edition, Hardware Deals 700 Edition und Hardware Deals 800 Edition. Die sind jeweils ungefähr 100 Euro teurer. Ich weiß nicht, warum sie so heißen und dann wieder teurer gemacht werden. Das sind, denke ich mal, auch Preissprünge. Die nennen das einfach nicht immer um, sondern ändern einfach nur den Preis und dann sind die fertig damit. Wurde sich sehr, sehr oft gewünscht und die schauen wir uns jetzt mal an. Dieses Video wird unterstützt von meinem Partner CDK Deals. Dieser ermöglicht euch, Windows, Office und weitere Lizenzen zu Bestpreisen zu erwerben. Falls ihr einen PC ohne Windows 10 gekauft habt, bekommt ihr hier die Möglichkeit, einen offiziellen Lizenzschlüssel zu kaufen. Mit meinem Rabattcode PCHK erhaltet ihr ganze 30% auf Microsoft-Produkte. Zahlen könnt ihr ganz bequem, zum Beispiel via Visa, Sofortüberweisung, PayPal und so weiter. Danach findet ihr den Lizenzschlüssel in eurem Benutzerkonto und könnt Windows in den Einstellungen ganz einfach aktivieren. Wie ihr hier sehen könnt, funktioniert der Schlüssel einwandfrei und ihr habt später sogar die Möglichkeit, kostenlos auf Windows 11 zu upgraden. Zuallererst nehmen wir natürlich den Hardware Deals 600 Edition für aktuell 699 Euro. Zu dem Bild brauche ich nicht viel sagen, das ist das Gehäusebild, sonst ist da nichts drin. Das finde ich immer sehr, sehr gut. Ich sage ja immer entweder nur das Gehäusebild oder eben das komplette System, wie es auch wirklich da steht. Das ist also völlig in Ordnung, da wird jetzt nichts gezeigt, was irgendwie bling-bling macht, was nicht wirklich bling-bling macht. Ihr wisst schon, was ich meine. Der Prozessor ist ein Intel i3 12100F mit 4x3,3 GHz, 4,3 GHz Turbotakt, 12 MB Cache. Wie der Name schon gesagt hat, 4 Kerne, 8 Threads, 58 bis 89. 80 Watt TDP, deswegen haben wir auch gleich noch einen Sprung im Netzteilrechner, das wollte ich noch dabei sagen. Unterstützt offiziell DDR5 4800 MHz oder DDR4 3200 MHz. Es ist natürlich nur ein 4-Kerner. Er hat 8 Threads. Das ist für die ganz normalen Spiele, sage ich mal, so E-Sports-Titel, Counter-Strike, Valorant und so, da ist das ganz gut. Sobald ihr in Richtung AAA-Titel geht, ich sag gerne Cyberpunk, weil das lastet halt wirklich aus. Auch Far Cry und Assassin's Creed, ihr könnt das zocken, da müsst ihr aber die Einstellung wirklich runterdrehen. Das schafft der Prozessor dann nicht mehr. Streamen, auch schwierig. Ich sage ja immer mindestens 8 Kerner. Aber an und für sich in dieser Preisklasse ist das ein guter Prozessor. Wir müssen hier ein bisschen Erwartungshaltungsmanagement betreiben, weil es halt wirklich sehr günstige Systeme sind. Aber trotzdem schafft es Hardware Deals bzw. Dubaro, die einigermaßen gut zu konfigurieren, auch wenn wir in so einer Preisklasse sind. Und der kostet 106 Euro bei Mindfactory. CPU-Kühler ist ein alternativer AMD Intel CPU-Kühler. Das kann auch der Boxkühler sein. Deswegen den Intel, den wir eben rausgesucht haben. Der hat einfach den Boxkühler mit dabei. Was anders rein zu konfigurieren, macht jetzt keinen Sinn. Ihr könnt von mir aus dann hinterher noch 15 Euro oder so draufrechnen, aber ich denke wirklich, die nehmen dann den Boxkühler oder eben eine Alternative, die circa das gleiche kostet. Das Mainboard ist ein MSI Pro B660M-A DDR4. Ja, Erwartungshaltungsmanagement, es ist Micro-ATX. Ich persönlich halte davon nichts. Solltet ihr euch ein teureres System zusammenstellen, nehmt ein Full-ATX. Wegen Erweiterbarkeit und so weiter, auch wegen Design. Es sieht immer scheiße aus, wenn so ein kleines Mainboard in so einem großen Gehäuse ist. Das wissen die meisten, die meine Videos schauen auch. Allerdings haben wir hier auch wirklich gekühlte Spannungswandler, was mich wirklich wundert bei so einem kleinen Board. Also in der Preisklasse ist das echt selten. Vier RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier kann eine SSD verbaut werden, hier kommt die Grafikkarte rein und hier unten könnt ihr zum Beispiel noch ein WLAN-Modul oder ähnliches anklemmen. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, zweimal USB 3.1, zweimal USB 3.0, dann haben wir hier zweimal DisplayPort und zweimal HDMI, werdet ihr hier nicht benutzen können, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat, P-2-Anschluss und zweimal USB 2.0. Ich schimpfe ja sonst immer auf Micro-ATX und so, aber in der Preisklasse ist es echt ein gutes Board. Viele USB-Anschlüsse und so weiter, gut, die Grafikanschlüsse hätte man sich schenken können. Das ist meistens, ja, ich sag mal, für Bürorechner, Office-Rechner gedacht. Wenn ihr jetzt da zwei, drei Monitore dranhängen wollt und der Prozessor eine integrierte Grafikeinheit hat, dann könnt ihr halt darüber das Bild ziehen. Aber ihr habt ja eh eine Grafikkarte, deswegen schließt bitte, wenn ihr den kaufen solltet, das an der Grafikkarte an. Es gibt immer noch viele, die machen den Fehler, dass sie den Monitoranschluss ans Mainboard anschließen und dann kein Bild kriegen. Und das kostet 147,71 € bei playox.de. Als Grafikkarte haben wir eine 4 GB AMD Radeon RX 6500 XT, beliebiger Hersteller. Ja gut, da wir hier freie Hand haben, nehmen wir einfach die PowerColor Radeon RX 6500 XT Fighter. Das ist halt auch für E-Sports-Titel eine gute Grafikkarte, sie hat leider nur 4 GB Speicher, was echt wenig ist. Also für AAA-Titel wird das echt zu knapp, da müsst ihr alle Grafik-Settings irgendwie auf Low drehen, damit das einigermaßen damit klarkommt. Ich finde, 8 GB sollte eine Grafikkarte mindestens schon haben. 6 bzw. 8, das wäre so mein Part, wo ich dann sagen würde, es ist okay. 4 GB, wie gesagt, wenn ihr wirklich nur E-Sports-Titel und so damit zocken wollt, dann seid ihr damit gut bedient.
und für alle anderen Spiele müsst ihr euch halt mit geringeren Grafik-Settings irgendwie zufrieden geben. Den FPS-Test dazu, den findet ihr unten bei mir in der Videobeschreibung. Und die kostet 209 Euro bei Mindfactory. Arbeitsspeicher sind 16 GB, 2x8 GB Patriot DDR4 3200 MHz Viper Blackout. Schon mal ganz wichtig, ist ein Dual-Kit. Solltet ihr in eurem System nur einen RAM-Riegel verbaut haben, nehmt bitte noch einen zweiten dazu. Dadurch kriegt ihr nämlich sonst FPS-Einbrüche, wenn ihr nur einen habt. Circa 30%, das ist schon ziemlich krass. Vergleichsvideo dazu auch nochmal unten in meiner Videobeschreibung. Hier haben wir 16 GB in der Preisklasse. Finde ich schon gut. 3200 MHz entspricht genau der Spezifikation von Intel, ist auch in Ordnung. Ich sage ja immer, wenn es ein teureres System ist, nimmt 3600. 3200 ist hier tatsächlich okay. Und mit dem Viper hatten wir jetzt allgemein noch keine Probleme. Wir haben ja auf dem Discord immer auch so ein paar Sachen, wo die Leute sagen, hey, ich habe ein Problem hier mit, Problem damit. Da können wir das ein bisschen rausfiltern. Zum Beispiel G-Skill Aegis, gerne gesehen, immer wieder defekt. Der hier, der hat noch keine Probleme gemacht, das ist okay. Und der kostet 67,67 Euro bei Mindfactory. Die Festplatte ist eine 256 GB Patriot P300 M.2 PCI Express 3.0 SSD. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 1700 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 1100 MB die Sekunde. Die ist jetzt nicht so schnell wie zum Beispiel eine Kingston NV1 oder so, aber die reicht zum Zocken völlig. 256 GB sind natürlich sehr, sehr wenig. Ihr solltet wirklich eine 1 TB HDD dabei nehmen. Ihr müsst mal überlegen, 256 GB, das haben teilweise Smartphones heute schon. Da sollte auch mehr im PC drin stecken. Ansonsten ist es natürlich eine gute Wahl. Es wird nicht auf eine 2,5 Zoll SSD oder so zurückgegriffen, wirklich eine M.2 genommen. Das ist in Ordnung. Ihr könnt sogar noch eine zweite M.2 verbauen. Das Mainboard gibt das her. Und die kostet 31,17 Euro. Bei Mindfactory. Als Netzteil bekommen wir ein 400 Watt BeQuiet System Power 9. Ich sage in meinen Videos immer, die System Power Netzteile, finde ich, gehören in Office-Rechner, nicht in Gaming-Rechner. Hier haben wir natürlich den Preispunkt zu erwischen und das geht halt nur mit einem System Power oder einem anderen Hersteller. Nur ich würde da wirklich nicht auf LC Power oder so zurückgreifen, sondern dann auf BeQuiet und System Power ist da noch okay. Das hat auch 3 Jahre Garantie, ist 80 plus Bronze zertifiziert, das ist in Ordnung, hat natürlich kein Kabelmanagement, kann euch auch egal sein, wenn ihr das System sowieso fertig kauft. Laut Netzteilrechner liegen wir hier bei einer Netzteilempfehlung mit Puffer bei 339 Watt, das heißt 400 Watt reichen. Kommt bitte nicht auf die Idee, hinterher eine stärkere Grafikkarte, wie zum Beispiel irgendwie eine 3060 Ti, 3070 da reinzuschmeißen, dann wird das schon sehr, sehr eng. Also das System ist wirklich als Standalone zu betrachten, zukunftsweisend ist es in dem Fall dann nicht. Ihr könnt natürlich hinterher noch einen stärkeren Prozessor draufschmeißen, aber sobald die Grafikkarte größer wird, wird es eng. Und das kostet 39,87 Euro bei Mindfactory. Als Gehäuse bekommen wir einen Silentium PC Ventom VT2 TG mit Glasfenster. Das wird in der Preisklasse sehr gerne genommen. Es hat 2 Lüfter vorinstalliert, einen vorne, einen hinten, das heißt der Airflow ist gegeben. Es hat eine Meshfront, was auch in Ordnung ist. Es ist jetzt nichts Tolles. Keine großartige RGB-Beleuchtung, Designpunkte oder so. Es ist wirklich nur ein Case, wo dann gesagt wird, okay, pass auf, wir wollen einigermaßen Qualität, wollen einigermaßen gutes Kabelmanagement da reinkriegen in der Preisklasse und da ist das eigentlich schon die richtige Wahl. Es gibt natürlich noch andere Hersteller wie Asa oder so, aber das Silentium-PC, das wird schon sehr, sehr gerne, sehr oft genommen. Und das kostet 54,72 Euro bei Amazon. Betriebssystem ist nicht dabei, macht euch einfach einen USB-Stick fertig mit Windows und dann nimmt ihr einen Key von meinem Partner, installiert es selber. Ihr könnt es natürlich auch optional hier dazu buchen, das kostet dann glaube ich 50 Euro, hatte ich mal gelesen. Ihr bekommt 2 Jahre Garantie, Retourenschein, Reklamationsfall, kein Pickup und Return. Ganz wichtig, die kommen nicht zu euch und holen das Ding ab, sondern ihr müsst es zur Post bringen. Ich habe gerade eben den Kreativ-Ecke 2000 PC zur Post gebracht, ich musste den ja wieder zurückschicken. Das ist schon ätzend. Selbst wenn man ein Auto hat, weil das ist ja nicht nur das Case, was im Karton ist und die Sachen drin sind drin verbaut. Nein, da ist sogar noch ein größerer Karton drumherum und dann steht ihr da und müsst das Ding irgendwie ins Auto schaffen. Das ist schon hart. Es gibt einige, die bieten halt Pickup und Return an, dann kommt der Postbote bei euch zu Hause hin und klingelt und nimmt das dann mit. Klar, ihr könnt jetzt Glück haben, der Postbote kommt an diesem Tag irgendwie zu euch, weil ihr was bestellt habt, könnt ihr ihm das natürlich auch mitgeben. Der freut sich dann, glaube ich nicht. Gratiszugabe, Bulgard Internet Security braucht ihr nicht, der Windows Defender, der macht einen super Job. Das Problem ist halt, ihr habt hier eine 1-Jahr-Lizenz. Das bedeutet, nach einem Jahr läuft diese Lizenz aus und ihr müsst es dann abonnieren bzw. kaufen. Und das kostet dann jährlich was, das ist nichts. Lasst es einfach weg, Windows Defender macht wirklich einen guten Job. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis, hier haben wir die SSD, den Prozessor mit dem Kühler, RAM-Speicher, Grafikkarte, Mainboard, Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 656,14 Euro, das System soll kosten 699 Euro. Ein knapper Fuffi fürs Zusammenbauen. Das macht der Nachbar nebenan nicht günstiger. Könnt ihr so nehmen. Ich habe wirklich... Jeder sagt immer, ey, da steht jetzt Hardware-Deals dran. Da bist du bestimmt beeinflusst. Nee, finde ich gut. Haut euch noch eine 1 TB HDD rein. Wirklich, lasst es euch gesagt sein. Ansonsten ist das gut konfiguriert. Der RAM passt. Das Mainboard, da kann man jetzt nichts anderes erwarten. Der Prozessor ist natürlich ein kleiner Prozessor. Wenn ihr wirklich nur E-Sport-Titel spielen wollt, bitte. Für alles andere müsst ihr euch halt preislich ein bisschen umorientieren. So ist es. Und die Grafikkarte mit 4 GB, ja gut, es ist wirklich diese Preisklasse. Tut mir leid. Jetzt hat mal einer geschrieben in den Kommentaren, du entschuldigst das immer mit der Preisklasse, bla bla bla, dann fang doch gar nicht erst an zu meckern. Ja doch,
ich meine, Kritik äußere ich immer, egal welche Preisklasse es ist. Ich sage auch, was ich anders machen würde, aber es ist halt für 700 Euro nicht mehr drin, so ist es. Man findet bestimmt in irgendeiner hinteren Ecke im Internet einen anderen Anbieter, der das vielleicht für einen Hunni weniger nochmal irgendwie hinkriegt, aber ey, also ich finde es echt in Ordnung. Dann haben wir hier den Hardware Deals 700 Edition für 799 aktuell. Hier auch wieder nur das Gehäusebild, ist auch das gleiche Gehäuse, brauche ich gleich nichts mehr dazu zu sagen. Hier haben wir allerdings einen Intel i5-11400F mit 6x2,6 GHz, 4,4 GHz Turbotakt, 12 MB Cache. Jetzt springen wir natürlich eine Generation zurück, haben dafür aber mehr Kerne. Sprich, wenn ihr hinterher aufrüsten wollt, könnt ihr die 12.000er hier nicht verbauen, weil das Mainboard dafür auch nicht ausgelegt ist, beziehungsweise die 11.000er Generation von Intel hat den Sockel 1200 LGA und die andere Generation hat 1700, die 12.000er. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht hinterhergehen, wenn ihr irgendwann denkt, ich rüste jetzt auf ein 12.600, das funktioniert hier nicht, dann müsst ihr das ganze Mainboard tauschen. Ansonsten hat der 65 Watt TDP, 6 Kerne, 12 Threads, unterstützt 3200 MHz DDR4 RAM. Ist ein guter Prozessor, in so einem Budgetbereich ist das in Ordnung. Ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass die in den günstigen Preisklassen noch eine Generation zurückspringen, weil die müssen ja auch irgendwie weg. Dadurch werden sie günstiger angeboten, ist in Ordnung. 6 Kerne sind besser als 4, klar. Streamen ist damit schon eher möglich. Ich würde natürlich auf den 8-Kerner gehen, sage ich immer wieder. Wenn ihr jetzt wirklich nur E-Sports-Titel oder so dann streamen wollt, bitte, dann macht es. Oder Just Chatting. Für alles andere nehmt ihr sowieso einen Rechner der höheren Preisklasse. Hier ist auch schon CPU-Kühler mit dabei. Das liegt einfach nur daran, den oder die Tray-Variante, die kosten beide circa gleich viel. Deswegen habe ich direkt diesen hier genommen. Den anderen CPU-Kühler, der hier angegeben ist, den schauen wir uns aber gleich noch an. Und der kostet 149 Euro bei Mindfactory. Als CPU-Kühler bekommen wir den Cosmocool LC-CC120. Das Schöne hierbei ist, der hat eine TDP von 180 Watt, der Prozessor eine TDP von 65 Watt. Das heißt, er kriegt den locker gekühlt. Was ich noch dabei sagen wollte, es kann sein, dass der andere Prozessor ein bisschen lauter wird, beziehungsweise der Kühler. Weil da der Stock immer drauf ist und diese Stock-Kühler sind meistens nicht so geil. Sie haben sich gebessert in der 12.000er Generation, aber ich würde immer nach einem extra CPU-Kühler greifen auf jeden Fall. Aber 180 Watt TDP, selbst wenn es nur 150 wären, reicht dicke. Sieht natürlich nicht so schick aus, hat keine RGB oder so, aber das könnt ihr euch auch umkonfigurieren, wenn ihr wollt. Ist auf jeden Fall gut reinkonfiguriert und der kostet 20,77 Euro bei Mindfactory. Als Mainboard bekommen wir ein MSI B560M Pro-VDH. Ist natürlich wieder MicroATX, ich sage es auch gerne nochmal, die Preisklasse gibt scheinbar nichts anderes her. Immerhin hat es auch gekühlte Spannungswandler, nicht so doll wie bei dem anderen, aber immerhin. 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier unten auch. Ist ungefähr das gleiche Board wie bei dem anderen, auch nur mit einem anderen Chipsatz. Grafikkarte wird hier verbaut und hier unten könnt ihr noch mit einer WLAN-Karte oder USB-Erweiterungskarte erweitern. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, zweimal USB 3.1, zweimal USB 3.0, Netzwerkanschluss, zweimal USB 2.0. Auch hier die Grafikanschlüsse bitte nicht benutzen, benutzt die der Grafikkarte, weil der Prozessor hat keine integrierte Grafikeinheit und PS2 Anschluss. Ich muss sagen, ich habe das andere Board mehr gefeiert vom Design her. Also die sind ungefähr gleich, was die Erweiterbarkeit und so angeht, auch von den USB-Anschlüssen her, aber ich fand das Design irgendwie besser. Könnt ihr natürlich nicht bringen, B660 würde mit dem Prozessor nicht zusammenpassen, B560 schon eher und das kostet 109,89 Euro bei playox.de. Die Grafikkarte ist eine 4 GB AMD Radeon RX 6500 XT, dazu brauche ich nichts mehr zu sagen, den FPS-Test findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Arbeitsspeicher ist auch der gleiche wie bei dem anderen PC, das ist auch völlig in Ordnung, passt auch zum Prozessor. Hier haben wir allerdings eine 500 GB GM2500G M.2 PCI Express 3.0 SSD. Die ist schon deutlich schneller unterwegs mit einer Lesegeschwindigkeit von 3400 MB die Sekunde und Schreibgeschwindigkeit von 2500 MB die Sekunde. Ob das beim Zocken jetzt was ausmacht, ich lasse es mal dahingestellt. Wenn ihr viele Daten kopiert, ja. Wenn ihr einfach nur zockt, ist es glaube ich egal. Ihr habt hier schon das Doppelte an Speicher. Damit kommt ihr erstmal eine Weile aus. 500 GB ist jetzt auch nicht das Maß aller Dinge. Ark Survival Evolved gerne mal 300, 400 GB. Wer das zocken möchte damit, würde ich nicht empfehlen. Aber wenn jemand auf die Idee kommt, auch hier bitte eine HDD mit reinpacken. Oder direkt eine größere SSD nehmen, wie ihr gerne möchtet. Ihr könnt auch eine zweite SSD mit reinkonfigurieren. Das Board gibt das auch her. Und die kostet 59,87 Euro bei Mindfactory. Als Netzteil bekommen wir ein 600 Watt BeQuiet System Power 9. Auch hier wieder ein System Power Netzteil. Bin ich jetzt kein Freund von den Gaming-Systemen, aber der Preispunkt gibt es halt nicht anders her, ich sage es immer wieder. Es gibt jetzt Leute, bevor sich jemand wundert, warum ich mich so oft wiederhole, es gibt Leute, die skippen bestimmt. Deswegen sage ich das immer wieder dabei. Herstellergarantie auch 3 Jahre, 80 plus Bronze zertifiziert, festes Kabelmanagement. Wir kommen bei dem System auf 315 Watt unter Volllast. Wenn ihr jetzt natürlich ein 600 Watt Netzteil drin habt, könnt ihr hinterher wirklich noch eine andere Grafikkarte reinschmeißen. Kommt bitte nicht auf die Idee, eine 3080 Ti oder so da reinzuschmeißen. Aber zum Beispiel eine 3060 würde auf jeden Fall noch gehen. 3060 Ti eventuell auch noch. Wenn wir jetzt mal allgemein von dieser Wattleistung von 600 Watt ausgehen. Ich würde da schon auf ein Pure Power oder so gehen, aber das trifft halt nicht den Preispunkt. Das ist einfach so. Und das kostet 54,07 Euro bei Mindfactory. Als Gehäuse bekommen wir auch wieder das Ventum-Gehäuse. Das war auch in Ordnung in dem Preispunkt. Wieder kein Betriebssystem, 2 Jahre garantieren mit dem Retourenschein und Bulgard Internet Security, was ihr wegschmeißen könnt.
Und dann wären wir ja auch schon mal im Endergebnis. Hier haben wir die 500 GB SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 724,99 Euro. Das System soll kosten 799 Euro. Das heißt bummelig 75 Euro obendrauf fürs Zusammenbauen. Ist auch im Rahmen. Bevor jemand fragt, wer neu auf diesem Kanal ist, ist es einfach so, Mindfactory zum Beispiel oder auch Alternate, die bieten an für 150 Euro den Zusammenbau. Wenn ihr jetzt natürlich irgendwie einen Kollegen habt oder so und kauft euch die Teile einzeln, der das zusammenbauen kann, kommt ihr günstiger weg. Aber ich finde auch 75 Euro dafür, dass ihr auch noch die 2er-Garantie und so drauf habt, ist okay. Kann man machen. Ihr wisst natürlich auch hier nicht, welche Grafikkarte ihr genau bekommt, ob das bei einer 6500 XT so wichtig ist, was ich mal dahingestellt. Ich zum Beispiel achte im höherpreisigen Segment so ein bisschen drauf, dass ich zum Beispiel, was Grafikkarten angeht, eine Sapphire zum Beispiel nehme oder eine Red Devil. Das sind so meine Lieblinge. Und dann haben wir hier noch den Hardware Deals 800 Edition. Ja, ihr seht schon, wir sind sehr flexibel, was das Gehäuse angeht. Es ist wieder das gleiche Gehäuse, brauche ich nichts mehr zu sagen. Auch hier haben wir wieder den 11400F, den hatten wir eben schon, den CPU-Kühler hatten wir eben auch schon, das Mainboard hatten wir eben auch schon. Die Grafikkarte ist aber eine 8 GB Nvidia RTX 3050. Und das ist hier auch so der springende Punkt. Wir haben jetzt auch wieder freie Wahl. Ich habe die von Asus genommen, Single Fan, ist zwar nicht so geil, weil die etwas lauter wird, aber hey, sie war am günstigsten. Wir haben hier 8 GB Grafikspeicher. Das ist so ziemlich der Hauptpunkt, der bei diesem PC getroffen wird. Und damit seid ihr schon eher in der Lage, anspruchsvollere Spiele zu spielen. Jetzt vielleicht in HD, eventuell auch noch in WQHD, nicht in 4K. Wer in 4K zockt und so einen Monitor hat, der sowieso andere Systeme da stehen. Das ist eine gute Grafikkarte soweit. In diesem Preissegment auch sehr anzuraten. FPS-Test findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Aber der Hauptpunkt ist wirklich 4 GB gegenüber 8 GB. Und das ist dieser springende Punkt von 100 Euro Unterschied. Ich würde mir da stark überlegen, ob ich da die 100 Euro nicht wirklich noch investiere und eine 8 GB Karte nehme. Und die kostet 319,90 Euro direkt bei Asus. Auch hier haben wir den gleichen Arbeitsspeicher, 16 GB, 2x8 GB Patriot Viper Blackout, dazu noch die gleiche SSD mit 500 GB. Auch hier haben wir wieder ein 600 Watt BeQuiet System Power 9. Ihr kommt bei dem Rechner auf 333 Watt, das heißt, ihr könnt später wirklich noch erweitern. Stärkerer Prozessor aus der 11er Generation oder zum Beispiel eine stärkere Grafikkarte wie eine 3060, 3060 Ti, dann sollte aber auch Schluss sein. Mehr solltet ihr da nicht reinschmeißen. Auch hier wieder das gleiche Gehäuse. Auch was das Betriebssystem angeht und Service und Gratiszugabe bleibt alles beim Alten. Und dann wären wir da auch beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 835,89 Euro. Das System soll kosten 899. Auch völlig im Rahmen. 65 Euro Preisunterschied. Ich habe ja eben schon mal angeführt, 150, bis dahin gehe ich mit. Vor allen Dingen bei den teuren Systemen vielleicht auch 200 Euro. Ja, einfach 65 Euro Unterschied. Völlig uninteressant. Kauf das Ding dann so. Ich kann da nichts dran aussetzen. Das Einzige, was ich halt aussetze, wenn es nach mir ginge, nehmt ein Full ATX Mainboard vielleicht. Wenn ihr Bock drauf habt, wenn euch das egal ist mit der Erweiterbarkeit, dann lasst es so. Aber auf jeden Fall mehr Festplattenspeicher. Das ist immer so mein Ding. Ihr werdet euch ärgern. Ihr installiert so die ersten 2-3 Spiele und dann irgendwann denkt ihr euch, hey, jetzt kommt ein neues, keine Ahnung, Far Cry, hatten wir zwar jetzt erst schon, aber ist egal, kommt dann raus, wollt es installieren, merkt dann, Speicher voll, dann müsst ihr irgendein anderes Spiel wieder deinstallieren und so, das ist alles Mist. Nimmt noch eine HDD dabei, die würde ich auf jeden Fall noch da rein konfigurieren. Also man muss wirklich sagen, durch die Bank weg, mit Sinn und Verstand einigermaßen konfiguriert. Die Preise sind in Ordnung, auf jeden Fall, bei allen drei Systemen. Unter 100 Euro jeweils fürs Zusammenbauen, das ist klasse, finde ich gut. Und ich kann da wirklich bei allen dreien auch eine Kaufempfehlung aussprechen, wenn ihr noch eine HDD dabei fummelt. Die kostet, glaube ich, 30 oder 35 Euro. Selbst wenn man sie selber kauft, kostet sie 1 Terabyte, kostet, glaube ich, 30 Euro. Ja, das gucke ich jetzt eben noch nach. Also wenn ihr jetzt bei Dubaro eine nehmen würdet, dann würde die 39,90 Euro kosten. Und wenn ihr euch den 10er noch wegsparen wollt, dann nehmt ihr halt eine Toshiba P300. Die ist auch 1 Terabyte, die kostet dann 30 Euro. Wenn ihr euch das wirklich nicht zutraut mit dem Einbauen, dann legt den 10er oben drauf, packt sie euch direkt mit rein. Finde ich wirklich wichtig. Oder geht direkt auf SSD-Speicher, jeder so wie er mag. Ihr habt mit einer HDD natürlich längere Ladezeiten. Aber ihr könnt ja eure Hauptspiele vielleicht auf die SSD klatschen und alles weitere, was ihr nebenbei so zockt, auch wenn es größere Games sind, auf die HDD packen. So würde ich es machen. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Joint unseren Discord, wenn ihr noch Fragen habt. Bitte keine Sachen irgendwie in die Kommentare schreiben, so nach dem Motto, mein WLAN funktioniert nicht oder so. Geht dafür auf unseren Discord, da können wir euch besser helfen. Sonst gehen die Kommentare hin, her. Das hilft mir zwar mit dem Algorithmus, weil da mehr Aktivität herrscht, aber das macht die Kommentare unübersichtlicher. Kommt einfach auf den Discord, wenn ihr eine Frage habt zu irgendwelchen Systemen oder so, überhaupt kein Problem. Auch für Videovorschläge könnt ihr gerne unseren Discord benutzen. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.